So, ihr Lieben, ich bin wieder unterwegs mit meinem geliebten Touareg und ich kann euch sagen, diesmal geht es um eine total exklusive News. Ich bin nämlich tatsächlich der Erste, der darüber berichten wird, dass IBC Heiztechnik, ihr wisst ja, das ist der Hersteller meiner neuen Pelletheizung, dass die tatsächlich jetzt komplett 100% in Deutschland produzieren werden. Neue Informationen und die Gießerei, die Gussgliederkörper, die ja eines der Hauptbestandteile der Heizung sind, herstellen, kommt aus Hessen. Das ist die ehemalige Fissmann-Gießerei, also nicht irgendeine, sondern eine der größten Gießereien, die es noch gibt in Deutschland. Und heißt Weso, Aurora Hütte, habe ich schon auswendig gelernt. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin und dann werde ich euch zeigen, wie eine Pelletheizung 100% made in Germany und eine der günstigsten in Deutschland, das wird auch weiterhin so bleiben, von IBC Heiztechnik, wie die produziert wird und ja, wie dort alles abläuft. Dann fahren wir mal rein. Hier ist die Gießerei Weso, herzlich willkommen. So Leute, guckt mal, das sind schon die ersten weihnachtlichen Impressionen hier. In der Gießerei, am Magnetkran oben rechts, was könnt ihr erkennen? Ein Tannenbaum. Super, wir sind jetzt hier in der Verwaltung und gucken mal, dass wir unsere Ansprechpartner hier finden. So, jetzt gibt es für mich ein bisschen Weihnachtsvorfreude. Ich werde nicht zum ersten Mal in meinem Leben eine Gießerei von innen sehen und an diesem Gebäude, naja, muss man schon Fachmann sein, kann man erkennen, da drinnen steht der Hochofen, aber ich habe gelernt, das ist, glaube ich, die ganz falsche Formulierung, ne? Richtig. Wie heißt das Ding richtig? Wir stehen hier vor dem Ofengebäude, wo sich ein Heißluftkupolofen drin befindet, das unser Schmelzaggregat ist und wir letztendlich hier die vorliegenden metallischen Einsatzstoffe umschmelzen. Dafür benötigen wir diesen Heißluftkupolofen. Gehen wir mal rein, ne? Die heiße Stufe. Gehen wir rein. So, jetzt geht's los. So, jetzt lassen wir mal kurz vom Experten hier erklären, was passiert jetzt. Wir sehen jetzt den Vorgang, dass das Flüssigeisen aus dem Vorher in eine Transportpfanne abgefüllt wird und von dieser Transportpfanne dann an den einzelnen Verbraucher verbracht wird. Wir haben hier Temperaturen von annähernd 1440 bis 1480 Grad. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist ein bisschen beängstigend, aber es ist auch irgendwie total faszinierend. Und die haben beim letzten Mal gesagt, als sie ihre Ausbildung begonnen haben, war ein bisschen wie Silvester die Stimmung. Ne? Erinnert auch daran. Ja, vor allen Dingen letztendlich dieser Funkenflug beim Abfüllen, jetzt was man hier links dann sieht, wenn so Funken grün, das lässt das Herz eines Gießers immer höher schlagen. Würde man da jetzt reinfallen, wäre nicht so praktisch, ne? Nein, definitiv nicht. Dieses Spritzen des Eisens, so wie man es jetzt sieht, das ist einfach faszinierend für einen Gießer immer wieder auf Neue. So, der Kollege nimmt jetzt eine Probe, ob der leckere Saft auch die richtige Qualität und Konsistenz hat. So, jetzt bin ich angekommen im Hauptgebäude oder einem der Hauptgebäude. Hier sind wir quasi in den Büros. In der Abteilung, ja, ich sag mal Projektmanagement, Planung, ganz wichtige Abteilung. Und ja, jetzt habe ich einen Kollegen, einen Mitarbeiter, der hier für CAD und Gießsimulationen zuständig ist. Und was wir uns jetzt mal angucken wollen, ist ja quasi die Situation, wie sehen denn die Screens aus, wie sieht die Planung aus zum Thema Holzvergaser, Pelletheizung von IBC Heiztechnik
Und ja, wir können uns ja einfach mal hier direkt die Bildschirme anschauen. Ne? Was ist hier zu sehen? Hier auf dem Bildschirm sieht man unser CAD-Programm. Da modellieren wir die 3D-Daten für unsere Gießsimulation. Hier sieht man jetzt ein Heizkesselglied für den HVK-Kessel von IBC. Klasse. Genau. Die Daten werden dann exportiert und in unser Programm Magmasoft geladen. Hier kann man jetzt ein Video sehen, das zeigt die Formfüllung, ja, den Temperaturverlauf. Ich lasse es mal abspielen. Ja, super. Das heißt, auf der rechten Seite sieht man die einzelnen Temperaturbereiche, genau, die es reinfließt in den Körper dann quasi, ins Muster. Wie sagt ihr dazu? Ihr sagt nicht Muster, ihr sagt Modell. Modell, ja. Modell. Und wofür genau ist diese Simulation? Also was nützt euch das und was bringt euch das? Um kritische Bereiche jetzt ausfindig zu machen. Okay. Es bezieht jetzt eine Formfüllung. Bereiche, wo wir mit dem Eisen zu kalt sind. Dann müssen wir halt die Gießtemperatur anpassen. Ja. Dass wir da keine Probleme kriegen. Und auch sehen, wie die Formfüllung jetzt abläuft. Wie das Verhältnis ist. Die Formfüllung gleichmäßig ist. Mhm. Ja, ist klar. Ja, super. Vielen Dank. So, setzen wir mal ein Mosaikteilchen nach dem anderen. Jetzt waren wir gerade in der CAD, an der Gießsimulation, oben in den Büros. Und jetzt schlägt mein Herzchen ja ein bisschen höher. Jetzt sind wir hier wieder mal an den Stellen, wo es wirklich zur Sache geht. Und hier entstehen die Modelle. Ich habe schon ein bisschen dazugelernt. Das sind Modelle, die im Alu gefräst werden. Das ist hier kein, wie man auch unschwer erkennen kann, IBC-Modell. Ich glaube, das ist eine Bremse für einen Zug. Aber wir haben ja unseren Experten dabei, der jetzt vielleicht in Sendung mit der Maus-Prinzip noch mal kurz erklären wird, was passiert denn da in dem Kästchen? Also wir stehen hier vor der Bearbeitungsmaschine, in der letztendlich aus einem Aluminiumblock ein Modell gefräst wird. Dieses Modell, was vorher letztendlich im CAD erstellt wurde, werden wir hier das erste Mal anfassbar bekommen. Okay. Wie lange dauert das, bis so ein Modell wirklich fertig ist? Stunden, Tage? Ja, das kommt auf die Komplexität natürlich drauf an. Aber das geht von, ich sag mal, von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen. Super. So, gehen wir weiter zur nächsten Station. Gerade waren wir bei der Fräsung. Jetzt sind wir hier im Modellbau und hier kann man sehen, das sind die Modelle, so wie sie denn dann später auch eingesetzt werden, hier für die Gussradiatoren von IBC. Ja, und unser Experte, der erklärt jetzt vielleicht mal, wofür brauchen wir die Modelle und was sind die nächsten Schritte? Wir verwenden diese Aluminiummodelle zur Herstellung unserer Formen. Das ist eine Matrize. Darüber entsteht letztendlich die Form. In der Form, in die Form wird dann letztendlich der Guss, der Abguss erstellt, den wir dann hier nehmen, sehen, wie das dann einzeln aussieht. Mhm. Guck ich mal einmal rüber, weil hier kann man tatsächlich schon mal reinschauen, wie die späteren Glieder dann fertig aussehen. Also hier sieht man, die sind noch nicht komplett bearbeitet, hier wird auch noch ein bisschen optimiert. Aber es lässt sich doch schon sehen und feines Ergebnis. Wunderbar. So, da haben wir unseren Gussexperten wieder. Was läuft denn da gerade übers Förderband? Aber wir befinden uns jetzt hier im Bereich der Formstoffaufbereitung. Hier wird der Formstoff zusammengesetzt, den wir für die Fertigung von unseren Radiatoren bzw. Heizkesseln benötigen. Alles klar, super. Und ich bin ja schon ein bisschen schlauer. Wir gehen jetzt mal weiter durch den kleinen Gang. Jetzt geht es nämlich hier direkt zur Kommandozentrale. Zur Leitstelle könnte man sagen. Herr Heutlers, was gibt es denn hier zu sehen? Ja, also hier, das ist unsere Formstoffaufbereitung, Zentralleitstelle. Hier wird der Prozess letztendlich begleitet. In dem Falle, was der Kollege sieht, welche Prozesse hier ablaufen und dass sie richtig ablaufen und damit gesteuert werden. Herzstück und Kommandozentrale kann man sagen. Ne? So, mittendrin statt nur dabei. Wir sind jetzt hier wirklich vor einem eigentlichen Gießprozess. Können Sie mal kurz erklären, was passiert? Was ist das heiß hier? Ja.
Also momentan wird gerade eine Form abgegossen. Das geschieht in dem Fall so, dass wir das flüssige Eisen aus dem Ofen rausdrücken, den Topfen öffnen und dann durch den geöffneten Topfen aus einer Öffnung am Boden der Rille, deswegen das Eisen rausläuft und der Kasten abgegossen wird. Hammer. Kein Problem, wir haben nur einen Hinweis, so, dass die Formanlage jetzt wieder anläuft. Okay, dann bin ich beruhigt. Ich habe den Helm auf jeden Fall schon mal richtig gerückt. Ja. So, wir sind ein Stück weiter. Wir sind jetzt in der Bearbeitungsstation oder Zone. So, und hier kann man schon ein bisschen was sehen, was später auch mit IBC, Holzvergaser und später auch mit der Pelletheizung zu tun hat. So, unser Experte, unser Meister, was sehen wir? Wir sehen also jetzt hier, wir befinden uns jetzt hier in der Bearbeitung und sehen hier Kesselglieder für IBC, für den Heiz, für den Holzvergaserkessel. Und hier sehen wir dann die Bearbeitungsmaschine, wo diese Kesselglieder dann bearbeitet werden. Ihr Lieben, ich hatte euch ja auch ein paar Interviews versprochen, die gibt es jetzt natürlich. Schaut mal hier. Da ist ja einer der wichtigsten Männer hier der Gießerei, Andreas Heutlers, Senior Projektmanager. Seit fast 50 Jahren hat er Erfahrung im Bereich Gießerei. Und er hat vorhin in O-Ton gesagt, der hat mir gut gefallen. Ich habe kein Blut mehr in den Adern, sondern Guss. Tag, Herr Heutlers, was macht denn eigentlich die Gießerei? Was macht Weso eigentlich? Ja, schönen guten Tag. Also, wir sind eine Gießerei mit sehr langer Tradition. Wir befassen uns mit der Herstellung von Industrieguss, aber auch natürlich mit der Heiztechnik als solches. Dazu haben wir eben auch sehr lange Erfahrung für unterschiedliche Kunden, was auch früher mal eine unserer Mutter war. 400 Mitarbeiter? 400 Mitarbeiter, ja. Im Zweischichtbetrieb sind wir tätig. Da, wo es notwendig ist, vielleicht auch mal im Dreischichtbetrieb. Aber im Grunde genommen viele Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb. Ich habe gelesen, Schiffsbau ist dabei. Sie bauen Bremsen, zum Beispiel die Knorr-Bremse. Sie beliefern auch John Deere, darf man, glaube ich, erwähnen. Also alles große Marken, die dabei sind. Ja. Ja. Und jetzt kommt auch IBC Heiztechnik dazu. Exakt. Wunderbar, da geht es ums Thema Guss. Was ist denn Ihre Erfahrung, Ihre Expertise als Experte dann auch nochmal rund ums Thema Guss? Wie lang hält Guss denn eigentlich? Wie langlebig? Welche Halbwertszeit hat Guss aus Ihrer Erfahrung heraus für den Heizungsbau? Also wir stellen natürlich Grauguss her mit den unterschiedlichsten Wandstärken und damit kann eine Heiztechnik letztendlich eine Zeit 20, 30 Jahre überbrückt werden. Super. So, geht fleißig weiter. Da haben wir jemanden, der sich schon total freut aufs erneute Interview. Wladimir Kravtschuk, ihr kennt ihn schon alle, ich muss ihn nicht erklären. Ich glaube, er ist ganz froh, dass er diesmal drumherum kommt. Lieber Herr Kravtschuk, so, Sie haben sich dann tatsächlich auch die Reise gemacht, sind jetzt auch hier in der Gießerei, nähe Marburg. Wir sind im Besprechungsraum. Und ja, ich wollte gerne mal wissen, wieso hat sich IBC Heiztechnik für die deutsche Gießerei Weso entschieden? Also auch unser Unternehmen, die IBC Heiztechnik, entwickelt sich natürlich permanent weiter und wir produzieren neue Produkte, versuchen natürlich unsere Produkte immer weiterzuentwickeln am Markt, an unseren Kunden und wir haben einfach den Kontakt zu Weso gesucht, weil wir Weso als kompetente Gießerei sehen, die im Grunde genommen in der Lage ist, auch unser Produktportfolio zu bedienen. Wir haben jetzt schon interessante Projekte zusammen gemacht. Also das fängt an von Nostalgie-Wohnprodukten wie unsere gusseiserne Treppenstufe oder Treppenseitensegment. Wir haben unsere Gussradiatoren umgestellt auf die Weso und auch unseren neuen Holzvergaser werden wir bei der Weso produzieren. Also ich habe ja dann manchmal so ein bisschen Marketingsprache drauf, obwohl ich kein Marketingmann bin, sondern hier versuche Reportagen abzuliefern. Aber ich glaube, das Wichtige als Neuigkeit ist, dass man jetzt tatsächlich sagen kann, eine der günstigsten Pelletheizungen aus Guss im deutschen Markt weiterhin. Aber
Das ist das Besondere. Dann in Zukunft 100% Made in Germany? Kann man das so stehen lassen? Das kann man durchaus so stehen lassen. Also wie gesagt, die WESO bietet einfach das, was wir uns vorstellen. Die WESO ist da sehr kompetent für, hat sehr viel Erfahrung in dem Bereich Druckguss, also Gusseisen, der wassergeführt ist. Und die Formkästen sind für unsere Zwecke geeignet, weil man da auch bei den Gießereien schauen muss, welche Größe kann gegossen werden. Und wie gesagt, letztendlich hat uns Standort WESO relativ zentral in Deutschland davon überzeugt und deren Know-how zu sagen, wir würden gern mit euch die ein oder anderen Projekte in der Zukunft machen. Jetzt frage ich nochmal einmal ganz konzentriert, weil bei der Auswahl, sagen wir mal gerade jetzt einer Pelletheizung, das gleiche gilt ja grundsätzlich auch für einen Holzvergaser oder dann für die Gussradiatoren, aber ich will nochmal konkret auf die Pelletheizung kommen, das ist ja mein Thema, auch meine Entscheidung. Was sind die Vorteile von Guss für diesen Heizungskessel sozusagen? Weil die werden ja heutzutage kaum mehr angeboten. Der eine oder andere hat kein richtiges Wissen, der eine oder andere verteufelt Guss sogar. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Was sind die Vorteile von Guss? Also wir lieben Gusseisen, die IBC-Heiztechnik. Und wir haben einfach das Material entdeckt, weil es sehr viele Möglichkeiten bietet, gerade in der Heiztechnik. Gusseisen hat eine sehr lange Lebensdauer. Also aus der Erfahrung, wir haben viele Kunden, die haben bereits über 40 Jahre alte gusseiserne Kessel. Guss hat den Charme, dass es ein guter Wärmespeicher ist. Ja. Und der Vorteil der Gusskessel ist nach wie vor der, dass man Gusskessel teilen kann in mehrere Teile und dadurch auch relativ einfach in beengte Heizraumverhältnisse einbringen. Mhm. Was ich ganz spannend fand, weil im Endeffekt habe ich mal gelernt, wenn man günstig kauft, kauft man zweimal. Bei Ihnen ist aber so, man kann relativ günstig einkaufen, aber Sie legen ja wirklich viel Wert auf Qualität. Und wenn man mal die Hosen runterlässt, wenn man wirklich auch eine Garantie von 10 bzw. 15 Jahren bei Ihnen ja anbietet auf die Gussgliederkörper, wenn man ein Paket kauft, ja. Das ist ja eine Garantie, die sonst kaum jemand anbietet. Das heißt, Sie müssen ja relativ überzeugt sein vom Produkt. Und ja. Wenn ich dem mal glaube, gibt es auch wenig bis keine Reklamationen. Ich fand ganz spannend, dass wenn es wirklich mal nach 15 oder 20 Jahren, wenn es dann doch mal irgendwie eine kleine Reparatur geben sollte, dann hat der Gusskörper den Vorteil, also in der Konstruktionsweise bei Ihnen, dass man einzelne Körper im Nachhinein austauschen kann. Richtig, ne? Ja. Das kann man mit einem Stahlblechkessel von anderen Anbietern beispielsweise nicht. Richtig. Können Sie da noch zwei, drei Worte zu sagen? Ja, das ist an sich, ich sage jetzt mal, wie eine Hantelscheibe. Ja, wenn eine Hantelscheibe kaputt ist, kann man die austauschen. Ähnlich ist es bei Gussgliederheizkesseln. Durchaus, wenn nach 20, 30 Jahren Betriebsdauer ein Glied defekt sein sollte aus irgendwelchen Gründen, dann kann man das relativ einfach tauschen. Heizungsbauer der alten Schule kennen das Verfahren. Ganz früher wurden vor 30, 40 Jahren Gusskessel generell in Einzelteilen geliefert, gerade auch Großanlagen, waren dadurch natürlich überhaupt einbringbar in Objekte. Mhm. Ja, spannend. So, krönender Abschluss meines neuen Videos. Ja, ich würde es zusammenfassen. Blick in die Gießerei. 100% Made in Germany für IBC Heiztechnik, für die Pelletheizung, als auch die Holzvergaser und die Gussradiatoren. Ich bin jetzt in Marburg angekommen, in der Altstadt, werde jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen und ich habe ganz bewusst hier so ein kleines Gässchen als Abschlusswort gefunden, weil es ja doch ganz schön laut war in der Kulisse vorhin in der Gießerei. Da wird hart gearbeitet, damit qualitativ tolle Produkte entstehen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like oder abonniert und dann sage ich bis bald.